The persecution of Assange is the persecution of a free, independent press. The persecution of truth and justice. It is the persecution of each one of us and of our future ability to denounce and combat abuses of power. Defending Assange means defending our future. We stand in solidarity and organize everywhere to tell this story to the world. In London, Berlin, Mexico, Paris, Brisbane, Vienna, Oslo, Toronto, Hamburg, Washington fucking DC, Frankfurt, Adelaide, Brussels, New York City, Roma, and elsewhere. Join us! Free Julian Assange! No extradition! Free Julian Assange! No extradition! Free Julian Assange! Free Julian Assange! Stop the show trial! Free Julian Assange! Stop the show trial! Free Julian Assange! Zwischen Schatten und Licht liegt die Antwort darauf, warum du wichtig bist. Zwischen Schatten und Licht, da brennt die Liebe und Lauf. Los, nein, sie kriegen dich nicht. Verborgen zwischen Schatten und Licht liegt die Antwort darauf, warum du wichtig bist. Zwischen Schatten und Licht, da brennt die Liebe und Lauf. Los, nein, sie kriegen dich nicht. Zwischen Schatten und Licht, da brennt die Liebe und Lauf. Los, nein, sie kriegen dich nicht. Dankeschön, Berlin, dass ihr hier seid. Es ist schade, dass so viele in Berlin schlafen und zu Hause sind oder alles andere wichtiger ist, als heute hier zu stehen für einen der größten Journalisten, die wir in unserer Zeit haben. Deswegen jetzt einmal ganz laut für alle, die jetzt zu Hause sitzen. Free! Free! Free Assange! Free! Free! Free Assange! Alle free! Free! Free Assange! Free! Free Assange! Dankeschön. Wir kommen aus Wien hier angereist, um ein bisschen Alarm zu machen, damit uns da drin vielleicht jemand hört. Grüße geben in die USA. Und nach Großbritannien. Und wir sind nämlich Teil der Friedensbewegung und genau so heißt auch unser erster Song. Check. Aha. Denn auch Julian Assange ist Teil der Friedensbewegung. Und wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, müssten das eigentlich 7 Milliarden Menschen Teil der Friedensbewegung sein. Ah. Heutzutage für den Frieden bist, musst du eine Schutzweste tragen, denn man zielt auf dich und schießt auf dich. Du musst dich mehr erklären und rechtfertigen als Herrscher bei einem Kriegseintritt. Das gibt es nicht. Ich fass nicht, was hier geschieht, wenn du die NATO nicht liebst. Und willst das Rammstein noch schließt, kommen Angriffe wie du Antisemit. Unfassbarer Freak, du Spinner, weh, du sagst noch mal Peace. Doch wenn du ein Land überziehst und dann überfiehst, mit Bombenhageln, mit Kratern wie vor einer Asteroid. Aus einer Arbeitsplatz erschaffenden Waffenfabrik bist du beklatscht als Star-Gast im Massen-TV. Sie schüren Angst und Hass, sie müssen Feindbilder schmieden. Doch wir sehen die Menschheit als eine Familie. Statt Scheine verdienen, durch Leid produzieren. Lieber Pleite im Frieden als reich durch die Kriege. Wir rufen Peace und wir ziehen auf die Straße gegen Krieg. Sind aktiv, wir sind die Friedensbewegung. Bis die Waffenindustrie den Profit aus dem Krieg zieht, schließlich sind die Friedensbewegung. Und wenn man auf dem Ziel sagt, es weniger aus über uns als über sie, wir sind die Friedensbewegung. Wir wollten den Satz zum Zitieren: Der erste Weltfrieden ist das Ziel einer Friedensbewegung. Doch man will nur spalten und teilen, verdrehen jeden Satz in dem Kreis, erschaffen den Keil. Denn eine große Friedensbewegung, die darf ja nicht sein, sonst brechen Aktien ein wegen Gewaltlosigkeit. Denn Krieg hat eine große Interessensgemeinschaft, die Geschäfte erweitert in ihrem weltweiten Fight Club. Und sagst du Frieden nicht nur ein unbedachtes Wort, wirst du härter verurteilt als für 100-fachen Mord am öffentlichen Pranger. Mediale Kugeln, bis sie es immer mit den gleichen Schemata versuchen. Darum gibt's wenig Künstler, die dafür stehen, was zu tun. Wer starke Messages nicht für CD verkauft, Käufe gut sind, ist mir egal, ich gehe freiwillig vor. Denn ich hab Rückgrat, vielleicht kommt es euch leichtsinnig vor. Doch ich bleib Kill is War, radikal für Frieden, gepanzert mit der Liebe und ich lass mich nicht verbiegen. Wir
den Ofen Peace und wir ziehen auf die Straße gegen Krieg. Sind aktiv, wir sind die Friedensbewegung. Bis die Waffenindustrie den Profit aus dem Krieg zieht, schließt. Wir sind die Friedensbewegung. Und wenn man auf uns schießt, sagt es weniger aus über uns als über sie. Wir sind die Friedensbewegung. Wir wollten einen Satz zum Zitieren. Der erste Weltfrieden ist das Ziel einer Friedensbewegung. Dankeschön. Wir stehen heute hier und wir verteidigen jetzt Julian Assange. Und wie das hier aussieht, sind echt alle Menschen noch in Trance. Denn sie glauben diese Lügen, sie glauben diesen Kriegen. Denn wir und wir noch Julian Assange, wir stehen für Frieden. Wir stehen hier für Frieden und wir stehen von hier bis Hongkong. Auf der ganzen Welt, auch von Berlin für London. Denn es wird einfach Zeit, dass er mal frei ist. Und auch wenn ihr was beweisen wollt, dann beweis ich's. Ich gehe hier auf die Straße, zeige mein Gesicht. Und ich frag die ganzen anderen, warum macht ihr es nicht? Denn alles, was sie wirklich sein müsst, ist da sein. Da sein für Julian Assange und für die Wahrheit. Ach, das war nur ein kleiner Freestyle für euch. Denn es ist wichtig, dass wir hier für Assange stehen, weil Assange hat auch etwas für mich gemacht vor circa 3 Jahren, 2017, als er noch in der ecuadorianischen Botschaft war, hat ihm jemand das Lied geschickt, Mediale Kugeln, und er hat es über die Kanäle rausgehauen. Ihm hat es gefallen, wir haben ihm die Übersetzung geschickt und er hat aus der ecuadorianischen Botschaft mediale Kugeln rausgehauen. Und deswegen stehen wir heute als Support für ihn hier und spielen genau den Song, den er damals von uns gepostet hat. Zuerst, wenn du deine geändert hast, nicht mehr das nachbetest, was der Staat eigene Sender sagt. Was du meinen und denken darfst, komm live über den Sendemaster. Auf welcher Seite du stehst und welchen Feind du als nächstes hast. Alles schwarz, weiß, gut, böse. Sie wollen den Verstand verpesten zwischen den normalen Menschen. Hass und Kämpfe anzuzetteln. Das Massenchecken beginnt sich abzuwenden. Von transatlantisch vernetzten Propaganda-Kassetten. Sie hetzen, denn sie haben Angst vor Menschen, die anders denken und das versprechen, was sie denken. Die anfangen, andere anzustecken. Versucht sie abzudrängen, abzugrenzen. An die Wand zu stellen, ab jetzt beginnt sich das Blatt zu wenden. Sag bye bye NATO-Presse. Wir sind in vielen Sorgen schließen und mit Euphorie und Euphemie die Kriege formulieren für die Ziele der Eliten. So füllt sie die Druckerpatronen mit dem Blut von unzähligen unschuldig Toten. Sie schießen die mediale Kugeln, Feuer mit Kampfbegriffen. In der Zeit, in der man Leute verteufelt, die anders klicken. Mediale Kugeln, um Feuer mit anzustiften. Denn die Ketzer von damals, das sind heute die Aktivisten. Mediale Kugeln, mit Blut verschmierten Texten. Ich werd niemals schweigen, denn wer muss sich widersetzen? Mediale Kugeln, versuchen mich zu eine Friedensfrau braucht heute Schutz, sicher den Besten. Diese Prestituierten fragen sich ernsthaft, wo hier denn eine Bewegung ist, die sich mal einsetzt für den Frieden. Nicht selbstverständlich scheint ein Kurzzeitgedächtnis zu liegen. Check die Archive, hier war die, die diese Kräfte beschießen. Von FAZ bis zum ZDF, von der Welt bis zum Spiegel. Fördern den Texten die Kriege mit mieser Hetze auf Titel. Seit der Atlantikbrücke, Marschbefahren und Essen verschriebene Klaus, silbrige Nähe, dann Super Angie und Friede. Denn Verbrecher sind Verbrecher, ganz egal wer es ist. Es geht um Taten und nicht darum, welche Flagge man hisst. Vor eurem medialen Doppelstandard mach ich nicht mit. Ich sag die Wahrheit, ganz egal, ob ich das darf oder nicht. Mediale Kugeln, Feuer mit Kampfbegriffen. In der Zeit, in der man Leute verteufelt, die anders ticken. Mediale Kugeln, Feuer mit anzustiften. Denn der Ketzer von damals, das sind heute die Aktivisten. Mediale Kugeln, mit Blut verschmierten Texten. Ich werd niemals schweigen, irgendwer muss sich widersetzen. Mediale Kugeln, versuchen mich zu treffen. Eine Friedensdaube braucht heute Schuss, sicher wird Besti. Peace! Guten Abend, ich bin bloß ein Mensch. Ich spreche für niemanden, nur mich selbst. Ich hab mich weltweit in die Sendestation gehackt. Und diesen Botschaft sende ich so raus in die große Welt. Denn ich muss mich beeilen, noch bevor sie mir den Ton abstellt. Dafür gibt es bloß ein Jetzt, hier später. Was, wenn mich mein Kind mal fragt, warum ich es nicht gesehen hab? Aber Papa, das sagt sogar dein Geschichtelehrer. Mama. In meiner Zeit begingen Menschen ein paar Riesenfehler. Dann muss ich mich nicht in Ausreden flüchten. Und das ist der Grund, warum wir endlich aufstehen müssen. Dem ins Auge sehen müssen. Uns rettet hier kein großer Held. Die Helden sind wir selbst. Die Revolution ist jetzt. Peace! Dafür reden, dafür stehen wir hier. Peace!
keine Forderung, das geben wir Peace, denn egal was kommt, wir ziehen ganz bestimmt nicht in den Krieg, weil wir nie auf unsere Brüder oder Schwestern ziehen. Kommt schon, Berlin, und schreit es mit uns gemeinsam. Peace! Peace! Schreit so laut, dass ihr in der Botschaft uns hört. Peace! 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 Denn Friede ist nicht rechts und Friede ist nicht links. Friede ist die Stimme in deinem Herzen, in dir drin. Friede ist der Weg, Friede ist der Sinn. Kriege kann man nur verlieren und Frieden nur gewinnen. Peace! Und jetzt läuft die Propagandamaschine. Wenn Bataillons marschieren, sie an der Front die Panzer formieren. Mit Massenpsychologie aus den Gedankenfabriken. Wenn sie an manipulativen Taktiken schmieden, sie ziehen auf unser Denken unterschwellig und umgänglich umzulenken. Was wir von dem Russen denken, das ist ein Quatsch, man. Das sind 140 Millionen Leute, genauso wie ich, mit denen ich mehr gemeinsam hab als jenen in der Politik. Keiner will Krieg, außer Banken, die dann beiden Seiten Scheine leihen, um die Schulden plus Zinsen einzutreiben und Rüstungsindustrien, die an Schüssen gut verdienen, zählen nicht Mütter, die laut schrien. Sie sind süchtig nach Profit. Und nein, das hat nichts zu tun mit irgendeiner Religion, Nationalität, einem dunklen oder hellen Ton. Jeder, der das denkt, ist hohl. Wir sitzen im selben Boot wie bei der Revolution. Hebt eure Hände hoch, please. Dafür reden, dafür stehen wir hier, please. Keine Forderung, das leben wir, please. Denn egal was kommt, wir ziehen ganz bestimmt nicht in den Krieg, weil wir nie auf unsere Brüder oder Schwestern ziehen. Kommt schon alle zusammen, wir schreien's noch einmal, please. Peace. Schreit so laut, dass man uns auch bis London hört, please. Peace! Peace! Dankeschön! Hab ich mir mal gedacht, was wäre eigentlich, wenn sich nicht nur kleine Künstler wie wir uns auf die Bühne trauen würden, sondern wenn auch wirklich große Künstler mal endlich über ihren Schatten springen würden und sich den Mund aufmachen würden. Und deswegen habe ich, die brauchen wir nämlich. Und deswegen habe ich Songs von sehr bekannten deutschen Rap-Künstlern genommen und hab da mal einen sinnvollen Text reingemacht. Das geht circa so. Ah. Hi Kids, hier ist die NATO mit der Patronato-Erfahrung. Hallo! Ja, jetzt lauf los, weil es hier so schön klingt. Nochmal eine Bombe. Hi Kids, hier ist die NATO mit der Patronato-Erfahrung. Hallo! Ja, genau so. Jeder, der noch nicht rettet, hat trotzdem Verstrahlung. Sie sagen, wir haben Power, wenn wir mit ein paar Jets flogen. Doch ich schieße nur noch mit dem Finger auf der Konsole. Warum zerbombt ihr uns eigentlich? Na, reichlich. Öl habt ihr das doch eigentlich, meinen Sie? Stimmt nicht. Ich lebe sich auch jeden Tag, dreimal täglich. Und das Wichtigste ist, und das Uran legt das Rad los. Wart eine Zeit und danach seid ihr halbtot. Spaß, das ist harmlos. Das klingt, als wäre man vollkommen Fascho. Plural Faschos. Ja, wir haben's wohl ganz nie verpackt. Sie verbrennen in der Nacht in der Stadt und schreien. Warum? Denn ihr verstandet nicht die Warnung. Wirtschaftsembargo, oh, nenn mich NATO. Haha, hi Kids, hier ist die NATO. Mit der Patron, NATO-Erfahrung. Hallo. Ja, jetzt lauf los, weil das hier so schön klingt. Nochmal eine Bombe. Hi Kids, hier ist die NATO. Mit deinem Patron, NATO-Erfahrung. Hallo! Ja, genau so. Jeder, der noch nicht brennt, hat trotzdem Verstrahlung. Ich bin nicht nur Klo, ich bin auch noch Alligator. Ich frage euch, wollt ihr einen Drohnenring? Wenn wir alle international zusammenstehen, können wir gewinnen, denn es ist das Endgame. Und darum gibt es Film und Fernsehen, da wo sie dir die Birne verdrehen. Doch wir haben Computer, wie wir hier die Masse nur verloren. Weshalb du in deiner Jugend gerade untergraben wirst. Die Erfahrt bestattet dich mit seiner Schule untertritt. Klassenzimmer sind dort, wo man die Untertanen kriegt. Die Hirn zu Matsch nach x Jahren. Du sollst nur nicht sagen. Ich will dich fragen, wollen wir den nächsten Schritt wagen? Willst du keinen Drohnenregen? Um in die Todesshow zu stehlen, glaubst du, dass die das oben regeln? Willst du keinen Drohnen regeln? Komm die Demo, mach die Stadt munter. Komm die Demo, mach das Land munter. Komm die Demo, macht euch bald munter. Denn dem Staat zu gehorchen wäre noch absurder. Dankeschön.
Hallo ihr wunderschönen Menschen, ich kam heute aus Wien. Ich heiße auch die Touri-Gruppe, herzlich willkommen in Berlin. Schön, dass ihr alle da seid. Ihr steht hier für Tourismus, wir für die Wahrheit. Aber ihr könnt auch gern zu uns kommen vor die Bühne. Ich weiß genau, ich fühlte es auch schon viel früher. Ihr könnt jetzt kommen, wir stehen für Julian Assange. Denn ohne unsere Stimme hat er allein keine Chance. Und das wird am Ende der Pressefreiheit zum Verhängnis. Bis heute sitzt er ganz alleine im Gefängnis. Er sitzt im Belmarsh in London, in England. Und ich frag mich, Protest, warum fängst's? Wann fängst du an? Wann kommen hier endlich Milliarden auf die Straße? Wann verhallt es nicht hier endlich, was ich alles sage? Ich hab ne Botschaft und wir haben eine Botschaft. Doch warum hört uns keiner da drüben in der Botschaft? Und jetzt schreien wir nochmal alle zusammen. Ganz gezielt öffentlich als Sexualstraftäter an den Pranger gestellt. Dann stellt man das Verfahren plötzlich ein mit demselben Argument, dass die erste Stockholmer Staatsanwältin 2010 bereits nach 5 Tagen geliefert hatte, als sie das Verfahren erstmals einstellte. Die Aussage der Frau sei zwar glaubwürdig, doch bestünden keine Beweise für eine Straftat. Es ist ein unfassbarer Skandal. Aber der Zeitpunkt war kein Zufall. Am 11. November wurde ein offizielles Schreiben veröffentlicht, das ich 2 Monate zuvor an die schwedische Regierung übermittelt hatte. In diesem Schreiben forderte ich die schwedische Regierung auf, in rund 50 Punkten die Vereinbarkeit ihrer Verfahrensführung mit den Menschenrechten zu erklären. Wie ist es möglich, dass die Presse alles sofort erfährt, obwohl das verboten ist? Wie ist es möglich, dass ein Verdacht öffentlich wird, obwohl die Befragung noch gar nicht stattgefunden hat? Wie ist es möglich, dass ihr sagt, es handelt sich um eine Vergewaltigung, wenn die betroffene Frau selbst dem widerspricht? Am Tag der Veröffentlichung erhielt ich von Schweden eine karge Antwort. Die Regierung habe keine weiteren Bemerkungen zu dem Fall. Was bedeutet diese Antwort? Und Professor Melzer sagt, es ist ein Schuldeingeständnis. Als UNO-Sonderberichterstatter bin ich von Staaten beauftragt, Individualbeschwerden von Folteropfern zu prüfen und die Regierungen gegebenenfalls um Erklärungen oder Untersuchungen zu bitten. Das ist meine tägliche Arbeit mit allen UNO-Mitgliedstaaten. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass Staaten, die in gutem Glauben handeln, praktisch immer sehr interessiert sind, mir die gewünschten Antworten zu liefern, um die Rechtmäßigkeit ihres Verfahrens zu betonen. Wenn ein Staat wie Schweden die Fragen des UNO-Sonderermittlers für Folter nicht beantworten will, dann ist sich die Regierung der Unrechtmäßigkeit ihres Verhaltens bewusst. Dann will sie für ihr Handeln keine Verantwortung übernehmen. Weil sie wussten, dass ich nicht locker lassen würde, haben sie eine Woche später die Reißleine gezogen und das Verfahren eingestellt. Wenn sich Staaten wie Schweden derart manipulieren lassen, dann sind unsere Demokratien und unsere Menschenrechte fundamental bedroht. Sie sagen, Schweden hat dieses Spiel bewusst gespielt. Und Professor Melzer sagt, ja, aus meiner Sicht hat Schweden eindeutig in schlechtem Glauben gehandelt.
Hätten Sie in gutem Glauben gehandelt, gäbe es keinen Grund, mir die Antworten zu verweigern. Und dasselbe gilt für die Briten. Sie haben nach meinem Besuch bei Assange im Mai 2019 fünf Monate gebraucht, um mir zu antworten. In einem einseitigen Brief. An der Wurzel solcher Entwicklungen stehen immer Strukturen mangelnder Transparenz und unkontrollierter politischer oder wirtschaftlicher Macht, kombiniert mit der Naivität, Gleichgültigkeit und Manipulierbarkeit der Bevölkerung. Plötzlich kann das, was heute immer nur den anderen passiert, Folter, Vertreibung, Krieg und Ermordung, ebenso gut auch uns oder unseren Kindern passieren. Und es wird kein Hahn danach krähen. Das kann ich Ihnen versichern. Wir haben noch einen allerletzten Song für euch mitgebracht, bevor wir uns wieder auf die Heimreise nach Wien machen. Und der soll allen Mut und Kraft geben, dass wir etwas verändern können. Denn wir können etwas verändern, wenn wir alle zusammenhalten. Let's go. Wir könnten Häuser bauen, die autark und nachhaltig sind. Wir könnten dankbar mit der Erde umgehen als ein Menschenkind. Wir könnten aufhören, jemand zu werden aus Fernsehfilmen. Uns nicht verbiegen und einfach sein, wer wir selber sind. Wir könnten kooperieren, anstatt zu konkurrieren. Wieder zurück zum Wir, in Frieden leben mit Tieren. Massenviehhaltung verbraucht ein Drittel des ganzen Getreides der Welt. Wir fressen und fressen, woanders hungern Menschen. Wir könnten Hanf anpflanzen, anstatt den Regenwald roten. Wir könnten Mehrwert erschaffen, anstatt mit Schneeballmethode. Immer noch mehr und mehr ins Portemonnaie reinzuholen, bis man dann merkt, der Wert von Geld ist Illusion. Wir könnten mehr als fünf Sinne nutzen, um andere kennenzulernen und ihnen begegnen, als ob man selber wäre. Wir könnten dieses und jenes, wir könnten dies und das. Ich könnte stundenlang drüber reden, aber ich mach lieber was. Wir könnten so leicht die Welt ein bisschen besser machen. Wer Frieden will, verkauft keine Waffen. Wir könnten uns alle die Hände reichen. Wir setzen ein Zeichen. Normalerweise hätten wir Morgane hier, die mit uns singt, aber sie hat leider Stimmbandprobleme. Stellt euch vor, wir könnten singen. Wir setzen ein Zeichen. Wir könnten alles verändern. Wenn wir nur aufhören zu glauben, wir könnten gar nichts verändern. Alles ist Änder. Wahljahr, nicht nur in einem Wahljahr. Nutzt deine Stimme, auch wenn man nicht danach gefragt hat. Wir könnten aufhören, so zu tun, als hätte Geld einen Wert. Und so handeln, als ob wir wirklich alle Menschen wären. Ganz ohne Messenger, miteinander sprechen, lernen, lächeln. Wer bindet in uns drinnen, schlägt dasselbe Herz. Wir könnten uns verändern, dadurch alles um uns herum verändern. Dadurch wirklich alles von Grund auf ändern. Es gibt keinen Grund noch länger darauf zu warten. Wir könnten starten, statt zu fragen, warum es andere nicht taten. Wir könnten das T streichen, denn wir können. Punkt. Oder warum glaubst du, wählte unser Schöpfer uns? Wir könnten anfangen und endlich in uns selbst vertrauen. Komm, wir beginnen jetzt an einer neuen Welt zu bauen. Oh! Dankeschön, danke an alle, die da waren, danke an alle, die da sind. Und danke auch an alle, die die Julian Assange Committee auch in Zukunft unterstützen. Da hinten liegen Flyer, was es für neue Organisationen, was es für neue Events, was es für neue Demos gibt. Es ist wichtig, dass wir gerade die nächsten drei Wochen laut sind für Julian Assange, der seit Jahren eingesperrt ist. Sei es in der Botschaft, sei es, wenn er rausgezogen wurde und jetzt in einem Hochsicherheitsgefängnis in Einzelhaft sitzt, wie der größte Verbrecher, den es überhaupt gibt. Du kannst jemanden ermorden, das ist kein Problem, der kriegt vielleicht 10, 15 Jahre. Aber wenn Julian Assange die Wahrheit sagt, die Wahrheit über Kriegsverbrechen, die nicht nur diese, sondern auch unsere und die ganzen Regierungen der Welt verbrechen, gibt es 175 Jahre Knast und genau deswegen müssen wir hier stehen und laut sein. Und heute ein letztes Mal von uns. Free Julian Assange! 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 US, UK, hands off the sun! 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 US, UK, h
Assange! Free Julian Assange! Free Julian Assange! Free Julian Assange! Aber das ist schon spitz.